Hallo, ich grüße euch, Martin hier, der Options Trader. Bitte den Risikohinweis lesen und verstehen. Ich habe hier auf meiner Seite heute eine Seite aufgemacht. Performance Coaching Kunden. Ich möchte ein paar Sätze dazu sagen. Oder ich lese auch ein bisschen vor. wie gesagt, ein Coach soll eigentlich nur am Erfolg seiner Coaches gemessen werden. Das ist natürlich sehr schwierig, je nachdem, welche Zielsetzungen jetzt ein Coach hier hat. Möchte er einfach nur ein bisschen ergänzendes Wissen haben oder möchte er in der Tat eigenes Geld sehr gut verwalten? daher habe ich jetzt einige Coaching-Kunden gefragt und sind gerne bereit, hier anonym erstmal, also natürlich die Performance also zu zeigen. Also das wird jetzt praktisch jetzt im nächsten Jahr dann, also bis zum nächsten Jahr, vielleicht nochmal vorweggenommen. Am Ende des nächsten Jahres kann die Community, wenn sie will, einen unabhängigen Dritten, das kann egal wer sein, Anwalt, Steuerberater, was auch immer, beauftragen, also die Kontoentwicklung zu prüfen. Also sprich mit den Coaches oder mit mir, das ist zu dritt, in einer Sitzung, was auch immer, sich in die Kontoverwaltung einzuloggen und das Ganze auch noch nachschauen. Und der wird dann halt irgendwas bestätigen oder sagen, völlig egal. Also ich werde hier das zeigen, was tatsächlich stattfindet. Und ich habe hier ein paar Prämissen, so dass ihr auch versteht, was so ein bisschen der Sinn und Zweck dieser Sache ist. Denn sehr oft zeigt man natürlich hier, oder auf verschiedenen Kanälen natürlich die Konten. Gibt es sehr wenige, die das zeigen. Zwar Surrogate Trading, Max Schulz und vielleicht noch ein oder zwei. Und natürlich kann man da immer die schönsten Trades dokumentieren, aber die negativen Trades dann eben nicht mehr. Und daher gilt natürlich hier, sage ich mal, ein Jahreszeitraum, um da einfach zu zeigen, okay, es werden drei Konten sein, so ein bisschen ausgewählt, klein, ein bisschen größer, 20, glaube ich, 50 und ein 100er, 120er. Da ist für jeden was dabei, aber wichtig sind die Prämissen, dass wir auch genau wissen, was denn da stattfindet. Die einzelnen Trades kann ich so nicht zeigen, weil das sehr dynamisch ist, sehr intensiv, man muss bestimmtes Wissen haben und ich möchte auch hier nicht in irgendeiner Form Nachahmeeffekte haben, weil es geht einfach nur mit entsprechenden Vorbereitungen und Training und Wissen, ne? Es werden zu 90% Indexoptionen getradet. SPX, NDX, NQ, ES, DAX, DAO, vielleicht auch die kleineren mal, QQQ, also alle diese Ableger. Auch VIX-Optionen. Ne? Das Downside-Risiko der Position beträgt 0%. Ne? Also sollte der Markt oder die Märkte fallen oder crashen, haben wir eigentlich kein Risiko. Im Gegenteil, wenn die VIX-Optionen dann greifen, gibt es noch ein schönes Plus. Das Seitwärtsrisiko beträgt 0%. Sollte der Markt seitwärts laufen, verdienen wir Geld. Das Upside-Risiko, schwer zu beschreiben, ich sage es mal so, beträgt 0,05%. Man hat, also das ist, liegt in der Unwahrscheinlichkeit, sodass man trotzdem vorher noch Zeit hat, bevor diese Position etwas mehr ins Minus läuft, was nahezu, also sehr, sehr begrenzt ist, sehr unwahrscheinlich, noch anzupassen. Man kann sich das so vorstellen, die Unwahrscheinlichkeit wäre, dass der Markt plötzlich 10% nach oben schießt, nicht nach einer Korrektur, sondern einer ganz normalen Marktbewegung. Plötzlich würde der SPX 10% machen, das liegt im unwahrscheinlichen Bereich. Und selbst da wäre der Verlust sehr gering. Also es kann sein, dass man einen minimalen Drawdown hätte. Das wird aber meines Erachtens so wahrscheinlich nicht vorkommen. Denn der Markt hat noch nicht 10% am Tag gemacht. Also nicht nach einer Korrektur, meine ich. Ja. Nur, dass ihr da eine Vorstellung habt. Also sprich, das anfängliche schon sowieso sehr geringe Risiko wird pro Tag sowieso noch geringer und es entwickelt sich sogar eine Long-Position automatisch. Also das heißt, wenn der Markt langsam steigt, stetig können hier noch mehr als die Prämieneinnahmen sozusagen erwirtschaftet werden. Daher kann man nicht genau sagen, und das ist ja auch das, was ich zeigen will, ich weiß nicht, was rauskommt, aber ich denke, ich weiß, was
ja, was das Risiko ist, und das ist sehr, sehr gering. So, das heißt, im Gegensatz vielleicht zu anderen Performance, ja, Konten, die da gezeigt werden, doch mit entsprechenden Strategien, denke ich, dass dieser Ansatz des geringen Risikos und X Rendite sehr spannend sein könnte für die Community. Die Belastung der Margin wird so 30%, kann mal 50 sein, aber sie wird stabil gemanagt. Das ist so das Hauptmanagement. Und das Ziel, wie gesagt, der Dokumentation soll sein, einfach auch zu zeigen, dass ich nicht nur Blabla mache. Und vor allem, was ein riesen, riesen Irrtum da draußen gibt, dass man mit dem Teufelszeug Optionen, ne, wo viele Verluste hier, ja, dass man da trotzdem mit wenig Risiko Geld verdienen kann, mit viel weniger Risiko als mit allen anderen Underlyings. Ja, das ist so wie gesagt mit dem Messer oder ne, das Messer für ein Kind ist gefährlich, für den Metzger ist es das Handwerkszeug. So, das heißt, die Optionen sind nicht gefährlich, sondern diejenigen, die damit umgehen und besser gesagt nicht damit umgehen können. Ja? Und ich möchte hier ein bisschen der Vorreiter sein, auch ja, einfach mal zu zeigen, was geht. Ne? Jetzt würdet ihr sagen, ja, was sind das für Strategien? Ja, das sind hauptsächlich die gängigsten, Bear Calls, Bull Puts, Long Calls und Kombinationen. Ne? Also nichts Geheimnisvolles, aber halt immer mit dem entsprechenden Ansatz. Mein Risiko muss in einer absoluten, ja, Unwahrscheinlichkeit fast schon sein. Ne? Das ist mein Ziel, das macht Riesenspaß. Und jetzt zeige ich euch mal nächstes Jahr, was da so geht. Also, könnt ihr hier schreiben, der Options Trader, dann müsst ihr hier dann mein Angebot Performance Coaching Kunden. Da habe ich jetzt einfach mal, habe ich jetzt drei Konten, das sind jetzt noch die gleichen. Das heißt, ich werde jetzt bis Dienstag den Anfangsbestand der anderen zwei hier noch posten. Ich werde dann nach einem Monat auch die Entwicklung dazu posten zu jedem Konto. Das ist wie gesagt anonym, aber ich biete an, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr mir schreibt oder sonst, wenn ihr auch öffentlich, ich kann auch Herrn Hummel nehmen, der uns vertreten hat. Also mir ist es egal, ihr könnt einen wählen, ja. Also ist mir völlig wurscht. Ne? Irgendeiner wählt dann auf YouTube hier einen entsprechenden Unabhängigen, dass wir wissen, Mensch, das ist ja auch hier kein Photoshop-Kontoauszug oder so. Man weiß ja nie, ne? Und dann wisst ihr wenigstens, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Viel Spaß und vielen Dank. Ciao.